Wenn du als Bodybuilder an die Grenze gekommen bist, dann warst du fertig, dann bist du gefilzt worden. Ich hasse Avocado. Ehrlich? Avocado ist der Wahnsinn. Die Naturalathleten, die 3-4 Jahre geschworen haben auf ihr Leben, auf die Mutter, dass sie natural sind, die dann irgendwann im 4. Jahr sagen, ja gut, ich habe dann doch was genommen. Es gab, glaube ich, sogar in den Studios nicht ein einziges Cardio-Gerät. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum nächsten Peak-Video. Ich habe heute die Ehre, ein paar Fragen an den Herrn Thomas Scheu zu stellen. Die habt ihr fleißig auf Instagram schon gepostet und nicht vergessen, Video Nummer 1 abchecken. Wir haben nämlich gemeinsam Beine trainiert, unter anderem an der selbstgebauten Beinpresse von Thomas. Jetzt geht's aber los mit ein paar Fragen. Viel Spaß und los geht's. Nicht vergessen, bevor das Video anfängt, unterstützt das Ganze mit dem Code von Thomas oder mit meinem Code bei der nächsten Supplement-Bestellung. Und jetzt höre ich auf zu labern. Thomas, geht an die erste Frage. Und zwar wurde die erste Frage von Furkan gestellt. Was war anders früher, dass Bodybuilder jetzt noch fit sind, zum Teil und auch älter werden als 45? Naja, also ich glaube, in den neueren Jahrgängen sind auch noch genug, die älter werden als 45. Es ist halt immer nur, dass hier und da, wenn wir jetzt mal zusammenrechnen, die letzten 2-3 Jahre sind jetzt offiziell oder auch, wie soll ich sagen, herausragend, wie viele Leute gestorben? Von Profis? 7, 8? Ja. 10? Man kriegt es halt häufiger mittlerweile, ja, Social Media. Genau, das ist doch 10 sein. Ich weiß nicht, ob wirklich 10, das sind 15 sein. Ja? Wisst ihr, wie viele Fußballer, Handballer in dem Zeitraum gestorben sind? Auch im Zusammenhang mit der Impfung? Offiziell über 800 Fußballer sind gestorben an Herzinfarkt. Wow. Das habe ich im Internet gegoogelt, gefunden. Ja? Und da waren nicht die Zeiträume von den Zeiten der Impfung mit dabei gerechnet. Ja? Und dann wird dann natürlich ein riesen Fackelzug gemacht, natürlich auch gerade in Bodybuilding-Szene, dass halt 8, 10 oder 15 Leute gestorben sind. Ja? Und von den anderen, die halt eben fröhlich weiterleben, wir haben ja auch wirklich Bodybuilder aus den 80er Jahren, die sind teilweise 90, 80 Jahre, oder der Tony Pearson, der ist jetzt auch mit 61, 62 oder sowas, immer noch aktiv. Also der macht noch Wettkämpfe sogar, natürlich die ältere Altersklasse halt. Sieht immer noch bombig aus. Also man muss natürlich sagen, dass vielleicht die Medikation in den letzten Jahren, gerade was Insulin und Wachs angeht, nochmal anscheinend explodiert ist. Weil irgendwo ein ganz anderes Volumen, weil so gewichtsmäßig auf der Bühne gezeigt wird als früher. Früher haben die Athleten vielleicht um die 100 Kilo gewogen, heute wiegen sie 120, 125, 130 Kilo teilweise. Ja? Und das ist natürlich auch eine ganz andere Belastung für den Herz und für die ganzen Innereien. Das muss aber jeder selber entscheiden und selber abwägen und von daher weiß ich jetzt nicht. Es sind auch genug andere Leute, die gestorben sind im Fußball. Heike, Hockey ist auch ein Sportart, wo viele an Herzinfarkt sterben. Ja? Mhm. Vielleicht liegt es auch bei den normalen Sportarten, oder sagen wir normal, jetzt Handball, Fußball, Pferdefans, weil es sind ja auch Profisportler. Und wenn die mal eine Grippe haben, bleiben die nicht zu Hause, sondern spielen am Wochenende. Ja? Vielleicht haben sie sogar leicht Fieber und trotzdem wird gespielt, weil es halt eben das Team, den man braucht. Ja? Und deswegen sterben vielleicht auch so viele Fußballer, Handballer, die aber nicht so in der Szene auftauchen oder in der Öffentlichkeit auftauchen, die da als, wie jetzt in der Buddy-Szene, wenn halt eben ein Bodybuilder stirbt, ist er direkt riesengroß in der Bildzeitung abgebildet. Ne? Joe Aesthetics. Joe Lindner. Zum Beispiel, ja. Da stirbt einer und die Weltpresse schreibt darüber. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar von Tobi. Wieso früher weniger Cardio, weniger Essen in der Diät oder mehr Kalorienumsatz beim Training? Also ich würde behaupten, dass ich das erste Mal überhaupt von Cardio gehört habe, das fing an mit den 90er Jahren. Und die ganzen Cardio-Bunnies mit den Anzügen. Also ich wüsste keinen in den 80er Jahren, der auf der deutschen Meisterschaft aktiv war oder Weltmeisterschaft gefahren ist, dass irgendwo, es gab glaube ich sogar in den Studios nicht ein einziges Cardio-Gerät. Ohne Scheiß. Nein. Ich wüsste nicht, in welchem Studio, auch bei Werner Fitzemeyer damals, der auch ein sehr großes Studio schon hatte, ob da überhaupt schon Ergometer drin waren, wüsste ich jetzt nicht. Ja. Das fing vielleicht erst in den 90er Jahren an. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr denn in der Diät einfach weniger Essen gegessen oder einfach länger trainiert? Wir haben eigentlich schon stark die Kalorien reduziert. Also ich hatte so eine Anfangsphase, hatte ich halt auch vielleicht um die 100 noch was Kilo gehabt. War vielleicht auf teilweise auch 5.000, 6.000 Kalorien. Ne? Aber dann natürlich auch mit Honig, mit Zucker, mit was weiß ich was, Nesquik-Pulver oder so. Ja, wirklich, also ist kein Scheiß. Schokopulver. Habe aber dann auch wirklich in teilweise 7, 8 Wochen dann 20 Kilo abgenommen. Ja. Und da ich also wirklich von, was weiß ich, 6.000 bin ich auf einmal auf 1.200 oder was runter. Ne. War auch noch normal arbeiten, das war schon sehr heftig. Aber wir haben nachher einfach gemerkt, dass es sich lohnt, der hat viele Kalorien und Fett sich anzufressen und nachher dann so runterzuhungern. Ja. Und dann war dann irgendwann bei mir die Phase, dass ich also gar nicht mehr höher war. Aber das war dann auch ein Zeitraum, wo ich schon Weltmeister war und
auch die 90-Kilo-Klasse einfach weiterhin angepeilt habe. Ich habe ja nie versucht, eine 100-Kilo-Klasse-Weltmeister zu werden. Und dann lag mein Kalorienbedarf wirklich bei 3.500 Kalorien das ganze Jahr. Und wenn ich dann mal Diät gemacht habe, bin ich halt mal 500-800 Kalorien runter, da habe ich nicht mal groß Kohle aufgeschoben, bin trotzdem immer härter geworden. Und ich persönlich habe hier und da mal ein bisschen Cardio gemacht. Nachdem ich 2005 die erste Wettkampfvorbereitung generell ohne Cardio gemacht habe und besser ausgesehen habe als die Jahre davor, war das für mich gestrissen. Also ich hasse Cardio. Interessant. Scheint auch zu funktionieren. Anscheinend. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, oh, das ist tatsächlich ein Athlet von mir, und zwar der Hannes. Welche Athleten haben Thomas damals begeistert, den Sport anzufangen? Ich weiß, für die meisten Leute werden die Männer und Frauen wahrscheinlich jetzt kein Begriff mehr sein, aber ich kenne einige davon und es waren echt Ikonen, kann man sagen. Also ich muss sagen, dass mir damals, wo ich so die ersten Hefte war, in den 80er Jahre, da war gerade Frank Zane Mr. Olympia geworden, ne? Und natürlich für jetzt jemanden, der für den die muskulösesten Athleten im Kino halt Bruce Lee waren oder John Rambo oder war natürlich ein Arnold Schwarzenegger wie vom anderen Planeten. Ja. Und der wurde auch irgendwie gar nicht so als Vorbild angenommen. Der war für mich einfach, was weiß ich, andere Galaxie. Aber Frank Zane, der hat also wirklich diese Linie gehabt, Proportionen, die mir unheimlich gut gefallen haben. Das war so für mich eigentlich das erste Vorbild. Da fängt bei mir auch das richtige Bodybuilding an, muss ich sagen. Und wir haben natürlich auch noch jetzt, also jetzt so, nachdem ich so ein bisschen im Sport mehr reingekommen bin, also wer für mich jetzt so mit das beste Vorbild eigentlich war, ist Serge Nebret. Oh. Das ist für mich der absolute Highlight. Ich habe den auf der Bühne gesehen und vor allem auch diese Form, die er damals schon hatte. Ja? Wenn der also wirklich auf der Bühne war und hat angespannt, hat er 300.000 Striche in der Brust gehabt. Ja? Der war so brutal hart und die Haut war dünn wie Papier. Und es gibt auch Bilder von ihm, wo er am Strand, wo die Sonne noch scheint, wo dann noch vielleicht der letzte bisschen Wasser aus der Haut rausgeschwitzt war. In so brutale Form. Eine Frage, die sehr viele offene Türen hinterlässt. Stoff von damals und Stoff von heute. Was glaubst du, ohne persönliche Meinung, einfach nur aus dem, was man gehört hat, was hat sich verändert? Also gut, früher gab es also wirklich die Möglichkeit, noch nach Frankreich zu fahren oder Spanien oder sonst wohin. Da hast du also aus den Apotheken holen können, theoretisch. Wenn du als Bodybuilder an die Grenze gekommen bist, dann warst du fertig, dann bist du gefilzt worden. Deswegen, also sehr problematisches Thema eigentlich. Aber heute wird immer so dargestellt, als wäre das Anabolika der heutigen Zeit deutlich schlechter als früher. Nur heute gibt es ja Labore in Brasilien, Mexiko, Indien, China. Da ist das nicht verboten. Warum sollen die Scheiße produzieren? Ja? Die werden auch Apothekerqualität herstellen, weil sonst brauchen sie nicht zu verkaufen, wenn es ja nicht wirkt. Ja? Warum soll die also fuschen? Wieso soll man jetzt sagen, dass diese Medikamente, die man da in Indien oder sonst wo kaufen kann, dass die schlechter wären als damals hier in Deutschland andere? Ja? Also ich finde das nicht unbedingt vergleichbar. Natürlich sind die wie sagt man, Underground-Labore mit Sicherheit nicht so qualitativ hochwertig. Ne? Das ist ja keine Frage. Das war aber nie besser oder schlechter gewesen. Das war halt so. Ne? Ich denke, es gibt einen Qualitätsunterschied, wenn du ein pharmazeutisches Produkt hast und eins, was jemand in seiner Badewanne... Ja, natürlich, das ist kein Thema. Und das soll es auch geben. Was denkst du zum Thema Dosierungen und Vielfalt? Es gibt heute mittlerweile 400 verschiedene Peptide, Wachstumsfaktoren, Steroide, Designer-Steroide, Tabletten. Und was hat sich da verändert? Tja, vielleicht die Bereitschaft, einfach schon höher zu dosieren. Weil aber alle so offen und ehrlich propagieren, was sie alles so nehmen im Internet. Ja? Und auch die Naturalathleten, die 3-4 Jahre geschworen haben auf ihr Leben, auf die Mutter, dass sie natural sind, die dann irgendwann im 4. Jahr sagen, ja gut, ich habe dann doch was genommen. Und dann werden sie für ihre Ehrlichkeit gefeiert, weil sie so ehrlich sind, dass sie 3 Jahre angelogen haben, Trainingspläne verkauft haben, den Leuten eine Scheiße erzählt haben. Und die gleichen Leute sagen, ach, der ist so ehrlich. Und dann hat er trotzdem gelogen, weil im Endeffekt habe schon manchen Leuten nachher Dosierungen erfahren, die waren noch unter dem, was die da so offen und ehrlich gesagt haben, wo ich nie für möglich gehalten hätte, dass das wirklich alles genommen wird. Ne? Und ja, das ist halt das Problem, dass dann jeder Jugendliche dann meint, er müsste halt genauso reinknallen und vergisst überhaupt zu trainieren. Also ich habe schon Leute gehabt, die haben schon ordentliche Dosierungen gefahren und waren in der Kraftleistung so beschissen, weil sie natürlich die neuen Trainingssysteme machen, Muscle and Mind und möglichst ganze Wiederholungen und jedes Mal Luft holen und
Ja, da kommt dann alles zusammen irgendwo. Du hast also eine große Dosierung mit wenig Erfolg. Mit wenig Leistung. Ja, zum Beispiel. Ich war in Mexiko, ich kann dir davon ein Lied singen. Sister. Warum nicht bei den Arnold's Classic? Ich glaube, die Frage geht an mich, weil ich ein bisschen Muskeln brauche. Und so wie der Thomas schon erklärt hat, muss man auch ein bisschen futtern, dass da was drauf kommt. Und das ist jetzt bei mir gerade der Fall. Ich hätte natürlich super gerne teilgenommen, aber passt leider gerade nicht rein. Oh, da kommt noch eine Frage als Koch. Welches ist sein Lieblings-Cheat-Meal? Ich bin da schon mal gefragt worden. Was ja so bei mir zu Hause gläsermäßig stapelt, bis sie mal in den Glascontainer verschwinden, sind die Gläser mit der braunen Nuss-Nougat-Creme. Darf man das nicht sagen? Ich weiß es nicht. Also, aber das ist ja, das muss man ja auch mal erwähnen. Dieses Produkt gibt es seit wie viel? 50, 60 Jahren? Nutella? Lang vor meiner Zeit. Also sogar vor meiner Zeit gab es schon Nutella, ja. Und das gibt es halt heute noch. Und das gibt es bei mir auch heute noch immer noch beim Frühstück halt. Und natürlich tue ich da keine 10 von Brötchen futtern, ne? Aber geht schon was weg irgendwo mit der Zeit. Und da ich danach aber meistens in die Studie fahre und trainiere, wisst ihr jetzt, was da gefährlich sein könnte, dass es die Form versaut oder sonst was. Schießt die Kalorien ja sowieso raus. Ich war mal im Studio, da wurde ich gefragt, Kaffee? Ja, Kaffee. Ja, und noch was drin? Sag ich, ja, Milch und Süßstoff. Milch? Sag ich, wie Milch? Ja, Milchzucker. Wie viel Milch tust du in deinen Kaffee? 3 Liter oder was? Ja. Wie soll denn der Zucker, der da ein bisschen da drin ist, da irgendwas bewirken? Ja. Okay, also bist du Team Nutella-Brot. Ja, gut. Ich bin Team Champignon-Rahmschnitzel mit Pommes. Auch nicht schlecht, ja. Okay, eine Frage hätte ich noch. Wenn man dich auf einer Insel aussetzt, was wäre die eine Mahlzeit, die du für immer essen würdest? Du kannst dir nur eine aussuchen. Boah. Ich würde sagen, vielleicht Nudeln mit Sahnesoße. Ja? Ja. Nicht so ein Steak oder so? Ja, Fleisch war ich nie so ein Riesenfan. Ich habe mal ein Jahr lang 1,6 Kilo Fleisch jeden Tag gegessen. Dann wundert es mich. Und ich muss dir sagen, irgendwann hast du die Schnauze voll gehabt. Ich meine, der Marius Rühl hat ja auch schon gerne erzählt, die haben ja, glaube ich, bis zu 2 Kilo am Tag gegessen. Und getrunken. Ne? Ja. Ich habe den Dennis Wolf in seiner aktiven Zeit Besuch gehabt. Ich hatte in der Nähe ein Auto gekauft, da bin ich von ihm vorbei. Wir hatten ein paar Mal zusammen Silvester gefeiert. Und dann saß er mit seinen 138 Kilo auf der Couch, ich glaube so 6-8 Wochen vor der Mr. Olympia war. Er war nicht fett. Also die 138 Kilo sahen schon böse aus. Und dann hat er also auch 2 Kilo am Tag in einer Woche Hähnchen gegessen, in der nächsten Woche 2 Kilo Fisch, in der nächsten Woche 2 Kilo Filet. Und alleine Filet jeden Tag 2 Kilo, was das kostet, ne? Da kommen dann schon Summen zusammen. Ne? Und das weiß ich ja nicht, wie der das ganze Jahr und mehrere Jahre so durchgemacht hat. Ne? Also für mich haben dieses eine Jahr 1,6 Kilo schon böse gereicht. Ja. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Kommt unbedingt auf der FIBO vorbei und redet ein paar Worte live mit dem Thomas. Der ist nämlich von Donnerstag bis Sonntag jeden Tag mit mir gemeinsam am Peakstand. Manche sagen, ich würde immer grimmig gucken. Nein, ich er freut sich nicht, nur ich bin gar nicht so grimmig, auch wenn es so aussehen sollte. Er hat heute viel gelacht übrigens, aber Zufall. Auch wenn er nicht lacht, er ist trotzdem glücklich. Überzeugt euch selber auf der FIBO und nicht vergessen, einmal bei Peak einkaufen mit dem Code von Thomas oder mit dem Code von mir. Könnt ihr ordentlich sparen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Peace.